Welche LKW hat denn schon bei Regen eine Chance? Ich meine, das ist ja der Todfeind der LKWs. Okay, so, da vorne kommt eine scharfe Kurve von der Autobahn. Ah, ne, das ist gar keine Kurve, das ist eine Auf-, Abfahrt, Umfahrt. Auf eine andere Autobahn einfach. Eine Fahrt auf eine andere Autobahn. So. Oh, ich beschleunige, glaube ich. Was ist da los, Mann? Oh, mein Motor, der scheint heute richtig abzugehen. So, aber ich muss bremsen. So. Ich hätte nicht bremsen müssen. Aber ist gut, wenn ich hier mit bisschen höheren Drehzahlen reinfahre. Hochfahre. Dann schaffe ich es vielleicht, ohne auf 30 km/h zu bremsen. Oh, das sieht sogar gut aus. Was ist da los denn mit dem Motor? Was denn da los? Irgendwas stimmt nicht. Er hat einfach einen guten Tag. So. Ja. Wir haben noch 7 Stunden Fahrt vor uns. So, wir können mal kurz gucken, wann wir aus Deutschland rauskommen. Noch lang nicht. Unser Frankfurt, ich gucke mal kurz hier auf M. So. Okay, ich muss hier entscheiden, Tastatur oder Spiel. Wo komme ich denn aus? Oh Gott, ich muss ja noch ewig in Deutschland fahren. Okay. Also ich komme. Ich fahre nur über ein Land. Ich dachte, die Fahrt ist eher hier über Luxemburg und so, aber. Oder nee. Wenn es hier eine Autobahn gäbe, dann wäre die Fahrt kürzer. So ist das eigentlich ganz gut gelöst. Nee, ich dachte halt, es geht durch Frankreich oder so, oder hier Belgien, und nicht nur von Deutschland nach Amsterdam. Na, ich habe dann eben auch keine Europakarte im Kopf. Was ist da los mit meinem Kopf? So. Nun, ne? Dann drehen wir das Gaspedal mal voll durch und hoffen, dass jetzt kein Auto von hinten kommt. Ach, ich wusste doch, da ist was. Weil sowas wie gerade sollte mir nochmal passieren. Das war schon nicht so nett von mir. So. Nächstes Mal blinke ich ein bisschen früher, dann bremsen die Autos meistens schon ab. Und dann habe ich auch genug Zeit, da reinzufahren, auch wenn ich jetzt keine 505... Das gibt sich nicht. Heute bin ich einfach so blöd zum Sprechen. Naja. Ich bin jetzt auch schon seit 16 Stunden wach oder so. 17. Und hab 10 davon mit YouTube verbracht. Da irgendwann ist die Luft raus, muss man sagen. Mal, was hab ich denn jetzt alles gemacht? Ich hab. Ich hab Thumbnails gemacht. Ich hab SMP aufgenommen. Ich hab Space Engineers ganz viel aufgenommen. Ich hab 5 Stunden Space Engineers. Aber das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und. Ich hab. Die Videos für heute und morgen hochgeladen. Also nur SMP und Space Engineers. Und das war's dann eigentlich schon, ne? Na, ich habe noch ein bisschen geguckt, wie denn so ein Intro und Outro aussehen könnte. Weil die Videos sehen, die wissen, dass ich bald in einem Video sagen werde. Die wissen, dass ich etwas in der Zukunft sagen werde. Hey. Die wissen, dass ich bald in einem Video sagen werde. Nee. Die werden bald in einem Video wissen, dass ich, ja, jetzt mal langsam guckt, dass ich Intro und Outro hab und ja, meinen Kanal perfektioniere oder verbesser. Zur Perfektion fehlt noch einiges, aber ich denke, ich bin auf dem besten Weg dahin. Ich werde mir jetzt auch bald ein neues Mikro kaufen und also wirklich ein gutes. Und ja, als nächstes kommt dann in circa so einem, ja, das dauert aber noch ein bisschen, so ein halbes Jahr oder so. So circa ein neuer Bildschirm, damit ich dann auch Videos ohne diese schwarzen Ränder aufnehmen kann. Und ich glaube, dann bin ich echt schon. Also wenn ich es geschafft habe, bis dahin jeden Tag regelmäßig Videos hochzuladen, beziehungsweise regelmäßig ein Video, ich meine, jetzt geht das zwar noch mit den 3 Videos täglich, aber das wird spätestens, wenn die Schule wieder anfängt, nicht mehr gehen. Ich muss sowieso gucken, wie ich das jetzt mache, weil ich komme jetzt in die 10. Klasse und ich schätze, da werde ich ziemlich viel lernen müssen. Also weiß ich noch überhaupt nicht, wie ich das machen werde mit YouTube und Lernen.
Ja, ich denke, ich werde einfach, wenn ich merke, es fängt an, immer versuchen, so viel wie möglich im Voraus zu produzieren, dann auch nur ein Video täglich oder eins jeden zweiten Tag. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie das alles abläuft. Ich versuche auf jeden Fall jetzt erstmal immer täglich Video zu machen. Aber wie gesagt, wie ich es schon in Space Engineers angesprochen hatte, bei Stunde 4 ungefähr oder Stunde 3,5, es hängt ja nicht allein an mir. Also, man muss sagen, wenn ich jetzt überhaupt kein Feedback von der Community gebe, dann ist es natürlich kein Wunder, dass ich nicht regelmäßig Videos machen werde, ne? Ich denke, das ist logisch. Weil, ja, warum sollte ich Videos machen, wenn ich keine Views und keine nix hab, ne? Ich meine, klar, es macht Spaß und ne, so, aber dann wäre das, glaube ich, doch ein bisschen zu viel des Guten, mich so lange mit YouTube zu beschäftigen. Ich würde wahrscheinlich noch weitermachen. Allerdings erstmal wieder nach einer langen Pause. Das ist man ja schon von mir gewohnt. Aber ich denke, mit den 3 Videos am Tag, wie ich die jetzt aufgeteilt habe und welche Spiele ich spiele, das ist echt ganz gut gelungen. Beziehungsweise wird es ganz gut gelingen. Mit Views und Likes. Ja, das war ja auch heute wieder ein kleiner Motivationsschub, wo ich heute auf meinen Kanal geguckt habe und gesehen habe, ich habe 3 Likes. Hab mich auf jeden Fall mal gefreut. Ich habe echt nicht erwartet, dass ich noch erreiche. Also ich dachte, eigentlich wollte ich erst 5 Likes machen. Ne? Dann dachte ich mir aber, nee, ich muss zugeben, meine Community ist klein und von den 73 Abonnenten, die ich zurzeit habe, gucken so kaum welche meine Videos. Beziehungsweise 10 ungefähr. Wenn gerade kein Call of Juarez kommt, das kann irgendwie niemand leiden. Ich weiß gar nicht warum. Ich muss mal wieder nach rechts. Da habe ich mir gedacht, okay, mache ich lieber 3. Und naja, ihr habt ja auch gesehen, heute um 2 Uhr, also nachts. Dieses Video kommt 2 Uhr nachmittags, das andere Video ist um 2 Uhr nachts, von dem ich gerade rede. Ist ein Video rausgekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich will ein paar Gesprächsthemen. Damit ich dann schnell die Videos mache, aber das hat sich ja dann mit den 3 Likes übrig. Ich lasse das jetzt trotzdem, damit ich die Gesprächsthemen komme. Ne? Ich weiß es also überhaupt nicht, was ich reden soll. Und wenn es gar nicht anders geht, dann. Was heißt, wenn es gar nicht anders geht? Wenn eben nichts zusammenkommt, dann werde ich wahrscheinlich ziemlich sicher mir noch jemanden ins Play holen. Damit ich ihm über irgendwas reden kann, weil es ist viel schwerer, allein über etwas zu reden, als zu zweit über etwas zu reden. Beziehungsweise zu zweit irgendwas zu finden, worüber man reden kann. Das ist nochmal ein Unterschied von Tag und Nacht. So, ich muss noch kurz auf die Uhr gucken, wie lange ich den jetzt schon aufnehme. Also, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, aber ich gucke jetzt auf die Uhr und weiß, es ist 10:40 Uhr. Und ja, damit ich dann später wieder auf die Uhr gucken kann und weiß, okay, 10:40 Uhr habe ich schon ein bisschen was gemacht und jetzt bin ich sogar da, weil ich möchte so halbe Stunde, Stunde vielleicht ein bisschen mehr aufnehmen, damit ich jetzt erstmal den Content für die nächsten paar Tage habe. Ich mache gerade 10 Minuten Parts und damit ich dann jetzt erstmal nicht mal diesen Stress habe, den ich jetzt habe. Ich meine, das Video muss in 4 Stunden oben sein. Ich meine, ich sage jetzt ganz so, ah, was, 4 Stunden, ja. Allerdings habe ich, rendere ich nebenbei auch noch 5 Stunden Space Engineers und eine Stunde Life a Dream. Und das gleichzeitig, das macht das schon langsamer so. Und wenn dann jetzt noch ETS 2.